Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper, Narvo und Vanwa. Hallo. Entschuldigung. Hallo. So, wir hatten hier gerade in dieser Mine ein paar Informationen geholt und rücken nun weiter vor zum nächsten Missionsziel. Commander? Mhm. Alle ins Auto. Lass mal das Fenster aufmachen. Ja. So, wie der fährt, brauchen wir was zu kotzen. Ja, genau. Geradeaus, ja. Da ist eine Wand. Ja, also da, wo das Auto eh schon hingeguckt hat, du hättest nicht wenden müssen. Na. Das war jetzt quasi so die Aussage. Jetzt... Mir ist klar, dass das die Schienen sind, ja? Wir sind geländegängig. Theoretisch rechts von uns, aber wir können auch ein Stückchen weiter, da müssen wir dann links abbiegen auf den Schienen. Den hast du auf dem Weg. Links oder rechts hier? Das hat weiter geradeaus. Oh, Moment. Nein. Nein. Nein? Warte, halt still. Jetzt kannst du. Meine künstliche Intelligenz hat gerade mit mir geredet. Ja, du bist auch auf der falschen Straße gerade. Aber ich bin nicht am falschen Ort. Okay. Also wollt ihr das Unidad-Fahrzeug nehmen? Nein. Das montierte Maschinengewehr ist schon verlockend, aber okay. So würden wir eh nur auffallen. Es ging darum, dass wir unseren Tank auffüllen mussten. Okay. Also, erstmal im Straßenverlauf. Auto! Folgen. Du! Zug! Okay, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich die Map angucke und nicht euch. Ja, das ist ja. Gut. Du siehst nicht den Tod auf dich zukommen. Okay, können wir hier vorne rechts abbiegen? Ja. Das ist so ein kleiner Wanderweg, ja, das ist dann ganz toll. Wir sind geländegängig. Folgen wir dem so ein bisschen. Genau. Ein bisschen rechts halten, am besten nicht auf die Straße fahren. Es ist gut, dass du gerade auf die Karte geguckt hast, weil wir fallen. Hallo! Wir fallen nicht um. Wir fallen nicht um, wir machen daraus nur ein Motorrad. Ach, ich glaube, unser Fahrer hat die Fallsucht und das überträgt sich aufs Auto. Hier halten wir am besten mal. Ich weiß nicht genau, ob das unten an der Brücke oder oben an der Brücke ist. Ich denke mal unten, da müssten ein paar Häuser sein. Ja, ist da unten? Achso, da. Ja, aber vorsichtig. Da könnten halt Feinde sein. Ja, da befinden sich Feinde. Einer sitzt hier da vorne. Hier ist so ein kleiner Trampelpfad. Ja, bin hinter dir. Wäre einer das Gebüsch nicht sinnvoller? Die stehen beide sehr weit auseinander. Da könnt ihr ruhig ausschalten bei Sicht. Ja, noch kein Sichtkontakt. Ich hab Sichtkontakt mit der 2. Okay. Eins verfehlt, er sitzt am Stein. Immer noch verfehlt. Das hier ist ein Busch aus Beton oder sowas. Ausgeschalten. Ja. Aber da konnte wahrscheinlich noch einen Funkspruch absetzen. Der ist aber abgebrochen, also haben wir ein paar Minuten. In der Kirche ist da aber hier ein Gürteltier. Ein Gürteltier? Ja. Bleib hier. Oh Mann, so eins hab ich noch nie gesehen. Da brauchen wir einen Munitionsgürtel. Okay, in der Kirche befindet sich jemand. Vielleicht sieht der nach Priester aus. Das ist aber Priester, ja. Können wir mit dem reden? Ansonsten. Hallo Vater. Vater. Vater unser. Da du bist. Ich komme einmal zu euch. Hey, wir haben den Reaper hier aufgestellt. Ist ja auch schön. Wir haben ein Rufzeichen hier stehen. Mal wo? Ja. Ich glaube, die beten ihn doch an, oder? Cool, die beten mich an. Wie geil ist das denn? Das ist nicht ganz persönlich. Warum steht hier so ein Kinder-Keyboard? Bei den ganzen toten Überresten hier, also ja, bei den ganzen toten Überresten. Ja. Kinder-Keyboard würde ich jetzt auch mal nicht zu sagen. Das ist nur ein der billiges. Ach, hier auf der Seite. Ich dachte. Okay. Ja, wahrscheinlich hat er auch. Wahrscheinlich macht er auch Betreuung von Kindern. Das kann natürlich sein.
Dann möchte ich aber nicht die verstörten Kinder sehen, die das da sehen. Naja, also jeder hat eine andere Idee, wie man seine Toten ehrt. In Österreich bemalen sie die mit irgendwelchen Blümchenmustern, die Schädel, und stellen die in die Kirche. Also ernsthaft? Also da, wo ich herkomme, da wird das nicht so einfach in die Ecke geschmissen. Von daher hat einer eine Brandgranate? Glaube nicht. Mollys habe ich letztens nicht mit eingepackt. Schade. Naja gut, dann müssen sie halt zu liegen bleiben. Da, hier draußen ist ja hell. Ich glaube nicht, dass eine Leuchtpistole die in Flammen setzt. Ist, glaube ich, auch nicht. Ja, dann negativ. Also wir haben hier auf einem der umliegenden Berge noch etwas, was wir, den Orden, den wir mitnehmen könnten. Ich glaube, da oben bei der Kirche. Sollen wir das jetzt machen oder später? Wenn wir jetzt schon da sind. Mein, okay. Das, aber wie viele Gegner befinden sich dort, wenn nötig? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist die große Kirche, die dort mit dem ist. Mit Grim Reaper auf der Rückseite. Aber eine Kirche sollte ja eigentlich ein friedlicher Ort sein. Ja, du weißt schon. Bamba, du weißt schon, du sprichst über das Drogenkartell hier. Ja. Und die haben auf ihre Kirchen meinen Namensgeber drauf gemalt. Also ich glaube nicht, dass das ein friedlicher Ort ist. Sie heißen nicht umsonst Santa Muertos, ne? Genau. Naja, und wenn du dir die armen Seelen hier anschaust, die hier gefällt wurden, beziehungsweise gekreuzigt. Eine Form der Totenverehrung. Die armen Säue. Wo er der Toten schaue. Oh. Ich glaube, ich dachte gerade schon. Ich ziehe demnächst vom gesamten Trupp mal Sprengmittel ein. Hey, ich hab meinen Granatenwerfer von meiner MDR abgeschraubt. Ja, der ist in meinem Rucksack. Okay, die Vegetation macht sich auch auf der Straße breit. Das ist doch schön. Also, wir können den Wanderweg hier folgen. Diesen hier? Kommen wir dann den Berg hoch? Ja, so ziemlich. Also, wir fahren dann einmal so ein bisschen um den Berg rum. Weil vielleicht ist das Fahrzeug auch geländegängig. Wir hier einfach hochfahren können. Naja. Ja. Oh, das wäre vielleicht auch ein bisschen auffällig gewesen. Was ist das da links? Ich sehe da rechts vor uns wahrscheinlich einen abgestürzten Heli. Ich glaube, ich sehe da links eine Tankstelle. Aber. Oh, Vorsicht, da sind. Sind das zwei Unidad und ein Zander Blanca? Ich kann nicht so weit runterzielen. Einer steht da noch. Ausgeschalten. Okay, sehr gut. Vorräte einsammeln. Ich erledige das. Zack, zack, Tempo, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wollen wir dann hinter uns den abgestürzten Heli noch begutachten? Können wir machen. Wenn es auf dem Weg liegt, ansonsten. Hallo, darf ich vielleicht erstmal einsteigen, bevor du Gas gibst? Liegt auf dem Weg. Müsste es zumindest. Das arme Schaf. Sag mal, sind wir hier in Schottland oder wo sind wir? Ja, was ist das für eine ungewöhnliche Gegend hier? Demnächst schmeißen sie noch mit Baumstämmen. Glaube ich, sehe keine Supplies bei dem abgestürzten Ding. Negativ. Ne. Okay. Da wo gut was sein können. Dann fahre ich mal wieder den Berg hoch. Zivilist auf der Und unterm Auto. Ja. Auf der großen Straße rechts abbiegen. Mhm. Oh! Oh! Huh! Bin noch nicht down. Der hat einen Kopfschuss gesehen. Ist aber eigentlich nicht die feine Englische, hier mit dem Auto zu töten. Wie steigen Sie denn aus? England. Okay. Vor allen Dingen, ich hätte gerne ein bisschen, dass wir unsere Missionen machen und nicht hier. Jeden kleinen Pups an Nahrung einsammeln. Das können die Rebellen auch für sich alleine tun. Beziehungsweise später dann die Unterstützung vom. Jede kleine Unterstützung an unsere Freunde ist wichtig. Ist ja schön und gut, aber wir haben bessere Sachen zu tun. Und wenn wir Vorräte brauchen, können wir immer noch größere Versorgungslager hier ausräumen. Genau. Ja. Oh. Das Kirchengebiet ist ganz schön groß. Also wir können hier quasi entweder der Straße folgen und da vorne dann rechts abbiegen und dann den Sandweg hoch.
Die Geländegängigkeit recht, scheint mir aber gut möglich zu sein auch. Ja, da könnten wir dann zumindest den Schluss hochklettern, ne? Also, aber es sieht schon mal sehr, sehr kritisch aus da oben. So, das hört sich aber sieht doch noch ganz gut aus. Ich glaube, ich halte hier immer an, ja. Ja. zieh das nächste Mal die Handbremse an. Tschüss, Oder. Sehen wir nie wieder. Ja, ich hoffe, der überfährt niemanden. Kann man uns nicht nachweisen. Okay, ich bin jetzt oben an dem Kirchengelände. Okay. Wir sind alle noch recht nah beisammen. Gut, ich schaue mir von der Ecke hier das mal dann mit der Drohne an. Es sind sehr viele Zivilisten hier. Aber auch schwer bewaffnet. Der hier ist schwer bewaffnet. Tomato habe gerade auf dem Dach der Kirche einen Gegner gesehen. Bei dem Baugerüst. Ist das ein Gegner? Ich sehe den nur in der Badehose. Nein, der ist auf dem Dach etwas weiter vorgegangen. Oh, Achtung, Vorsicht, warte, es nähert sich ein Gegner. Direkt vor uns bei dem Durchgang. Ja, ich gehe einfach mal auf Bauchlage. Ja, hier bei den Torbögen, direkt rechts von mir. Ja, wir folgen markiert. Schütten bei sich Kontakt? Ja. Okay. Hab ihn. Er darf uns nicht weiter fangen. Auf dem Dach befinden sich zwei Personen. Ah, ich sehe die eine Person. Die sollten wir zuerst ausschalten. Die haben hier Überblick. Okay, ich meine geradeaus durch schwer bewaffnete Person. Ich werde einmal unseren Weg gucken, wo wir genau hin müssten, damit halt nicht unnötig irgendwie. Okay, da müssen wir lang. Ich höre doch Schüsse. Wir haben negativ. Glück, wir müssen nicht in die Kirche. Okay, ich habe das Gebäude, wo wir hin müssen. Wir müssen quasi links um die Mauer rum. Dort hinten bei den Backsteinhäusern. Okay, da ist da eine schwere Gegend zwischen. Ziel. Ja. Ich kann den benötige Nahbereichscan von der 3. Achtung, auf dem Backsteingebäude links befindet sich auch noch eine Einheit auf erhöhter Position. Zwei Einheiten. Okay, wir haben einmal den schwer bewaffneten bei der 1. Das ist, glaube ich, unser nächstes Problem, wenn ich das bei uns in der Nähe alles überblicke. Hinter ihm läuft die 2 hinterher. Wir haben im Gebäude selbst auch noch Leute. Die 3 kommt auf uns zu. Positiv, die will zu mir. Ja, hätte sie im Visier. Ich werde... Schaltet ihn aus, wenn nötig. Stone, das wurde gesehen vom Dach. Ja. Okay, das könnte jetzt heiß werden. Nahbereich Scan 2, bitte. Die 2 steht alleine. Aber die Leiche kann gefunden werden. Die 1 geht in die Richtung, die, wenn ihr die 1 seht, ausschalten, aber der ist gepanzert. Der ist tot. So viel dazu. Ich denke, wir müssen zügig vorrücken. Bestätige. Ja. Seid ihr bei mir, Jungs? Ja, bin ich. Ja, praktisch schon. Und theoretisch. Nee, ja, praktisch? Theoretisch, aber praktisch nicht. Wo bist du, Wanner? Wir stehen hier vorne und warten. Er ist, glaube ich, das Gebäude hinten rumgekrochen. Er ist auf der. Ja. Da ist er. Wieso? Ach, da. Der Gegner auf der Terrasse ist wieder zu sehen. So, Overwatch muss uns allen möglichen Scheiß jetzt sagen. Wir können nicht wirklich frei handeln. Also, okay, dann der auf der Terrasse ist weg. Da befand sich aber vor uns noch ein zweiter. Wenn ihr. Also, bis zu den Torbögen dürft ihr noch nicht vorrücken. Dort könnt ihr euch die 1 sehen, wenn sie patrouilliert. Ist sie frei von Gegnern?
Soweit ich sehen kann, ja, aber gegenüber im Haus befindet sich noch jemand, der ab und zu nach ihr sieht. Die Eins können wir gar nicht ausschalten, die befindet sich irgendwo im Gebäude. Die patrouilliert aber auch nach draußen. Okay, verstanden. Der beste Weg wäre, denke ich, wenn ihr, solange die Eins sich jetzt im Gebäude befindet, könnt ihr durch den Torbogen durch und nach links laufen. Mhm. Dann macht mal ihr zwei, ihr seid die Vorstürmer hier, ich halte euch den Arsch. Okay, ich gehe im Nahkampf. Mhm. Okay, bleibt befinde mich jetzt rechts an der Mauer. Rechts an der Mauer, okay. Dann. Okay. Also ihr könnt, wenn ihr da um die Ecke schaut, dann seht ihr die zwei. Den könnt ihr ausschalten. Okay. Nummer 4 befindet sich auf dem Dach, er hat Schüsse gehört. Und die 2 könnt ihr euch sehen, der befindet sich dort auf der Treppe. Sobald er runterkommt, kann ich ihn erledigen. Okay, kommt runter. Erledigt? Okay. Letztes Problem ist die 4, die geht jetzt ins Gebäude. Das ist auch das Gebäude, in das wir rein wollen. Er geht runter. Ich rücke vor. Er ist im Erdgeschoss. Kommt jetzt aber aus der Tür raus. Er ist schwer bewaffneter Gegner. Dort, wo wir gerade waren, auf der Straße. Er kommt gleich? Ja, er kommt um die Hausmauer gleich rum. Okay. Entschuldigung. Die Eins hat Schüsse gehört. Ihr könnt in das Gebäude reingehen. Dort dürftet ihr erstmal vor Blicken sicher sein. Unmarkierter Tango auf der Baustelle vor uns. Okay, bin ich zum Gebäude drin. Rückt ihr vor? Ich folge euch jetzt. Gleicher Weg wie ihr. Musst du Feuerkontakt machen? Okay. Hab ein Taco! Au. Ich hab gerade nachgeladen, Mist. Ausgeschalten. Ich befinde mich im Erdgeschoss. Ich höre einen Alarm. Verdammt. Okay. Ich suche den Alarm. Brauchst du nicht. Okay. Geht aber noch ein. Da ist ein Helikopter. Ich befinde mich gerade in dem Nachbargebäude von euch. Wahrscheinlich Scharfschützen auf der anderen Seite. Aus der Richtung, wo der Heli kam. Aua! Mist. Wir sind komplett aufgeflogen. Ich habe den Generator ausschalten können, aber wir sind komplett aufgeflogen. Endo, deine Position halt. Im Gebäude, oberstes Geschoss. Oberstes Geschoss, okay. Ich glaube, meine Position ist noch unerkannt. Scharfschütze? Mir geht's gut. Okay. Ihr wart unter Beschuss. Kann nicht sagen, von wo. Wie geht's unserem Commander? Shit. Oh. Oh ja, ich sehe ihn gerade. Scheiße, der Commander ist gerade down gegangen. Beim Erdgeschoss des Gebäudes. Verdammt, ich versuche mich zu ihm zu bewegen, zum Commander. Zu ihr. Hast du Feuerunterstützung? Negativ. Da scheinen keine gefährlichen Gegner zu sein. Ich kann euch gerade nicht helfen, weil ich nichts sehe. Ich glaube, uns das. Oh, sorry. Das bist du! Ja. Was knüppelt denn hier rein? Reaper? Genau, Scharfschütze gegenüber. Scharfschütze. Moment. Wo war der? Wenn du rausschaust, links von dem Gemälden auf der Art. Oh, ja. Ich hab die Kugel gesehen. Genau. Alter, was hat der für eine Schussfrequenz? Friss das, Arschloch. Sniper's down. Jetzt müssen wir nur noch gucken, unsere zwei Mädels da unten irgendwie. Okay. Oh. Schlusskontakt. Bei der 1. Hinter uns. Aua. Mist. Die scheinen uns zu umzingeln. Ich hab, glaube ich, wann war. Ja, ich lieg hier bei der 1.
Unten, oh Gott, das ist ein Stück. Das kann dauern. Hier runter. Vorsicht, rechte Tür. Rechts, 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 rechts. Negativ, kein Kontakt. Wo ist der denn dann? Irgendeiner schießt links. Da hier. Ausgeschaltet. Komm wieder rein, wenn nötig. Mist. Hey Junge, steh auf. Danke. Und einmal zurückfahren. Ja. Habe die Tür von hinten im Visier. Ah, hier vorne kommen noch welche. Was rennt denn der rückwärts? Was für ein Idiot. So. Hier steht noch was, ne du? Weg, weg! Ja, weg. Scheiße! Ich lasse das Granatenwerfen lieber dir. Okay, ich habe ja an meinem Sturmgewehr noch einen Granatenwerfer dran, so nur macht's der. Wo steht der ungefähr? Ich wollte eigentlich rausfliegen, hier rechts neben dem Gebäude. Kann sein, dass er durch die andere Tür reinkommt. Aua! Ich werde schon wieder angeschossen. Wir geben mich auf das... obere Geschoss. Rechts. Wo sind denn jetzt unsere Kollegen hier? Mädels, gebt einen Ton ab, wenn ihr mich seht. Draußen? Ich glaube. In die Richtung, keiner. Wo der Scharfschütze war. Ich sehe unseren Kommandanten. Dort in der Nähe sollte eigentlich auch unser Sunny sein. Ich seh beide. Ich hole jetzt den Sunny zurück. Oh Gott, danke. Komm zurück, hinter dir draußen liegt der Kommando. Oh. Danke. Was war denn hier los? Oh. Keine Ahnung. Dankeschön. Haben wir das, weswegen wir hier hingekommen sind, dass wir den Scheißladen verlassen können? Ich denke noch nicht alle. Negativ. Ich muss noch mal kurz rein. Einmal aufmunitionieren. Wo müssen wir denn dafür hin? Ganz oben. In diesem Gebäude ganz oben. Okay. Ist die Lage ruhig, so wie es scheint? Das Gebäude ist sauber. Wir haben alles ausgeschaltet. Okay. Sehr gut. Ich fühle mich beobachtet trotzdem. Ah, da drüben war vor uns noch ein Scharfschütze. Der ist aber ausgeschalten. Meint ihr, das sind die gegenüber von dem Kirchendach? Ich sehe sonst keine anderen Scharfschützen. Nein, die meinen wir nicht. Wir hatten andere. Okay. Die beiden oben auf dem Kirchendach sind ausgeschaltet. Au! Oh Gott. Penner, komm her, zeig dich. Wo bist du, du kleiner Mistkerl? Einer ist noch hier hinten auf der Reling. Genau. Fall um, du Arschloch. Ich denke, das war's. Okay, ich glaube, wir haben erledigt, weshalb wir hier waren. Es hat länger gedauert, als wir dachten. Okay, wir verlassen das Gelände in die andere Richtung. Okay. Hier haben wir Autos, die wir nehmen können. Ah, okay. Welches Auto ist am sinnvollsten für uns? Ich glaube, so ein offener Geländewagen. Santa Blanca. Hm. Anschneiden, Leute. Okay, wo lang? Okay. Das ist doch beschenkt da. Hätte dir beim Tanken ein bisschen mehr Action gegeben. Also, wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Das heißt, wir können damit anfangen. Hallo, unser Fahrer wird gleich die Tankstelle hochjagen. Hoffe nicht. Der hätte fast die Zapfsäule umgerissen. Hallo! Doch nicht in die andere Richtung raus, glaube ich. Links raus, da, neben dem Pool.
nach links und dann das Gebiet hier verlassen. Bitte mit Vollgas, danke. Ja, das kriege ich hin. Ich hoffe, hier sind keine Zivilisten auf dem Markt. Nee, nur ein Reaper, aber den willst du nicht fahren, das bin ich. Nö. Halt den Wagen still, ich hab so nur den Granatwerfer. Ich hab die nicht im Visier. Fahr erstmal weiter. Ja, ich verlasse erstmal das Gelände. In die Richtung, in die du guckst. Wow. War das Unidad? Scheint mir ja. So. Mist. Ja, sollen sie rankommen. Wenn die meinen Granatwerfer schlucken, dann. Okay, die. Das sind auch nochmal Gegner. Wow. Sind nicht gerade langsam unterwegs. Oh Gott, die sind auch noch. Überall Gegner. Folgen die uns? Auf der Straße sind erledigt. Puh. Bei dem ganzen Qualm, den der Motor hier verursacht, sehe ich das nicht. Unidad hat uns immer noch. Ich glaube, wir müssen einmal kurz die Straße verlassen und irgendwo in irgendein Gebiet rein, wo wir nicht gefunden werden. Ich glaube auch. Können wir hier zwischen. Ich habe da eine gute Sache im Aussicht. Hinter der Brücke. Die Brücke meinst du? Ja. Okay. Ja, ist die Eisenbahnbrücke, da werden die nicht so schnell hinkommen. Feindfunk meldet, wir haben keinerlei Meldung von uns. Oh. Okay. Ich möchte keinen Kopf kürzer sein. Okay, ist er für sicher? Laut Funk, ja. Okay. Sieht gut aus. Du kannst entweder geradeaus weiterfahren, bis wir auf die nächste Straße kommen, oder nach links und dann auf die Zugschienen, ist egal. Ich glaube, die Straße ist sinnvoller. Okay. Ob der Wagen bis dahin durchhält? Ja. Ja, der sieht doch noch wie neu aus. Immer dunkler. Jetzt nach links auf die Straße. Oh ja. Oh Gott. Ich höre schon das Klappern der. Noch. Also jetzt hinter uns links. Was auch immer. So, jetzt. Warte. Genau in die andere Richtung. Da, wo du hinguckst. Ach, da. Okay, was ist unser nächstes Ziel? Wir sollen den Promo-Truck aufhalten, deswegen halten wir jetzt auch schon mal lieber an. Und wir sollen die Werbematerialien zerstören, damit das Konzert nicht stattfindet. Okay, soll ich die Straße wieder verminen? Es gibt mehrere Straßen, die in den Ort hier reinführen, deswegen ich denke, das wäre nicht so optimal. Außerdem könnten wir Zivilisten damit erwischen. Ich weiß nicht, ob hier jetzt nur Feinde vorbeifahren. Ich habe eure Position verloren. Wir sind den Berg hoch. Also. Ich schaue mich von hier aus mit der Drohne um. Sieht relativ ruhig aus. Da vorne bei den. Da ist einer an der Tankstelle. Das ist ein Klärwerk hier, oder was ist das? Ich weiß nicht genau, was das hier ist. Sieht mir eher aus wie eine Raffinerie. Ja, da rechts sind aber zwei Wasserbecken. Gut, das kann alle möglichen Gründe haben. Goldwäsche zum Beispiel. Oh, Gold! Ah, wir haben schon genügend Geld. Ja, der hat. Also in dem Backsteinhäuschen sitzt jemand und die zwei patrouilliert draußen. Das ist ein Klärwerk. Die drei dürfte nicht mitbekommen, wenn du die zwei ausschaltest. Okay. Ups. Oh. Okay, das hat er mitgekriegt. Ich glaube, ich war beobachtet. Mist, sorry. Tit. Ich schraub den auf. Okay! Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Ja. Einmal passiert's mir und dann schreibe ich das Ding ab. Das Teil ist echt zum Kotzen, weil man halt einfach nicht weiß, was man jetzt aktiv hat. Nun. Stand aber auch nicht in der Jobbeschreibung, dass wir nicht entdeckt werden dürfen.
Lies mir nochmal die Jobbeschreibung genau durch. Dann doch lieber einen Handgriff. Es ist ein bisschen mehr Stabilität. Ach, die Jobbeschreibung, ja. Die Jobbeschreibung können wir dann aber in der nächsten Folge ausführen. Weil die Speicherkarten sinnvoll. Genau. Ja. Okay, dann hoffe ich, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Lasst einen Kommentar und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.